Dieses Video wird präsentiert von MMOGA, euer Gaming-Spezialist. MMOGA bietet euch WoW-Gold, CD-Keys, Game-Cards und vieles mehr. Daher mmogia.de. So, wir sind nun hier beim sechsten Boss, Setesh. Setesh ist als erste Anmerkung nicht tankbar, also als Tank muss man nicht direkt Setesh tanken, sondern ja andere Mobs, die aus Portalen kommen. Und das ist auch so der Schlüssel quasi, also Setesh öffnet zwischendurch Portale, jetzt fängt es halt hier direkt an und ja, er castet halt zwischendurch auf alle mal ein bisschen random was, macht da auf dem Boden eben das Portal. Das Portal selber muss man zerstören, ähnlich wie bei Lord Jaraxxus, dass halt nicht zu viele Sachen aus dem Portal rauskommen. Dann kommt hier eben so ein Void Sentinel, diese Void Sentinels, da kümmert sich der Tank drum, die braucht man nicht machen, die haben viel zu viel HP und überhaupt, also die braucht man nicht töten, diese Void Sentinels. Und ja, jetzt kommt hier ein neues Portal, wir gehen natürlich sofort drauf und zerstören das Portal. Hier kommt wieder ein neuer Void Sentinel, den man dann eben direkt tötet. Und jetzt ist hier eine weitere Fähigkeit, neben den Würmern, die da noch rauskommen, dass Setesh hier auf dem Boden um ihn herum diese, ja, Blasen macht, die dann explodieren. Da muss man natürlich rauslaufen. Ihr habt hier gesehen, der Bammer, ich finde den Namen noch zu geil, hat er sich hier zum Spaß mal gegeben, aber der sieht, das ist halt so richtig scheiße, der Name. Aber egal, der Bammer jedenfalls ist gestorben in einem Portal. Nein, in diesen Dingern auf dem Boden hat er uns sehr anschaulich gezeigt. Wahrscheinlich nicht, aber ist egal. Und jetzt geht da gerade das dritte Portal auf, weswegen wir dann halt auch ein bisschen länger brauchen. Also, anschaulich gezeigt hat er uns in dem Fall eben, dass man nicht in diesen Blasen auf dem Boden stehen bleiben sollte, die er um ihn herum macht, sondern da direkt rauslaufen sollte. Ja, hier wieder ein Portal, also die macht er doch relativ oft. Darum muss man sich kümmern. Die Würmer sollte der Tank selber töten können. Jetzt hier seht ihr die Dinger auf dem Boden, da läuft man natürlich raus. Ist ähnlich wie in der Grube von Saron. Das kennt ihr vielleicht, da muss natürlich der Tank weglaufen. Der hat das jetzt hier ein bisschen übersehen. Sind natürlich mittlerweile schon viele, weil er halt natürlich in gewisser Zeit einige öffnet. Ihr seht jetzt hier, wir sind zwischendurch so, dass wir die Void Sentinels einfach auch ja, irgendwie fesseln und eben an einer Stelle binden, so damit man den nicht unbedingt tanken muss. Unser Tank holt sich zwischendurch ein bisschen mal wieder raus, weil er einfach sehr übereifrig ist. Aber theoretisch muss man die halt nicht alle tanken. Und die Würmer sollte der Tank eben alleine töten können. Je nachdem, außer natürlich, er hat irgendwann zu viele. Dann ist es vielleicht ein bisschen doof. Jetzt seht ihr hier, der AE, ich laufe da sofort raus, ist aber dennoch viel Schaden, der da reinkommt. Es dauert hier halt auch extrem lange, dadurch, dass wir natürlich einen Tank weniger haben. Vermutlich ist es jetzt eher ein Damage-Healer, meine ich natürlich. Vermutlich ist es jetzt ähnlich, ja, es bin schon relativ weit weg gewesen, aber wurde immer wieder mit diesen Single-Target-Angriffen von dem Boss bedacht, weswegen ich sehr weit runter war. Gott sei Dank bin ich aus dem Dings rausgelaufen. Einige Leute werden ja anmerken, das kennt man ja nicht unbedingt immer vom Venian, dass er da so schnell reagiert. Jetzt hier, ihr habt gerade gesehen, die beiden Schamanen haben nicht so schnell reagiert und sind direkt auf halber AP zurückgefallen. Und ja, gerade wurde ich halt einfach da hinten angegriffen, war ein bisschen aus der Heilrange und musste dann erstmal wieder in die Mitte laufen. Ja, aber jetzt ist dann der Boss tot. Die Sachen habe ich euch alle erklärt, die man so erklären muss. Hab ein bisschen über Bama gelästert, das ist aber wirklich nur wegen dem Namen. Den fand ich halt doof, den hat er sich auf dem Beta-Server aber nur gegeben. Und der Boss selber, ich hoffe, euch ist klar geworden, was man machen muss. War ja eigentlich nicht sonderlich schwer, außer dass er halt dann doch ein bisschen schwieriger ist, wenn man eben nicht so ein gutes Equip hat. Aber das ist ja, trifft auch viele Boss zu, nicht wahr? Ja, ich danke euch fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal, euer Venian.